Haben Sie eine Immobilie geerbt oder haben Sie vor, eine Immobilie zu vererben und fragen sich jetzt, welche Probleme, welche Fallen, welche Stolpersteine es dabei wohl gibt? Dann könnte dieses Video für Sie relevant sein, denn über Immobilien im Nachlass will ich in den nächsten Minuten mit Ihnen drüber sprechen. Bleiben Sie dran, gleich geht's los. Hallo und grüß Gott, mein Name ist Hans-Joachim von Malsen. Herzlich willkommen auf dem Kanal nachlassbayern.de. Heute mal zu einem Video, was sich im weitesten Sinne mit Erben und Vererben befasst. Normalerweise geht es ja hier um Erbschaften, um Testamentsvollstreckung, Übergabe von Vermögen an die nächste Generation. Aber da sind wir jetzt auch schon beim Stichwort. Es geht nämlich um Immobilienvermögen im Nachlass. Und welche Besonderheiten und Fallen es da gibt, die man vermeiden sollte. Wenn Sie zum ersten Mal auf diesem Kanal sind, dann sollten Sie den Kanal abonnieren, denn hier gibt es alle 14 Tage wesentlichen und wichtigen Inhalt zum Thema rund um Erben und Vermögen übergeben. Und dann verpassen Sie auch nichts, wenn Sie bei YouTube auf die Glocke drücken. Jetzt zum eigentlichen Thema. Ja, ich habe schon mal ein Thema über Geldanlegen im Nachlassvermögen gemacht. Das ist schon eine Weile her, das war im Sommer. Da waren wir im Urlaub und da habe ich mir da die Zeit dafür genommen. Und es kamen dann auch einige Beiträge in den Kommentaren. Ich soll das doch auch fortsetzen und über andere Dinge im Bereich der Geldanlage sprechen. Dem will ich mich heute gerne stellen. Ich habe fünf Problemfelder ausgemacht, wenn es zum Thema Immobilien kommt. Das erste Problem ist das Klumpenrisiko. Haben Sie vielleicht noch nie gehört? Was versteht man unter einem Klumpenrisiko? Nun, ein genereller Grundsatz im Bereich der Kapitalanlage sagt, man soll sein Vermögen möglichst breit aufstellen oder streuen. Das heißt, man soll nicht alle Eier in einen Korb legen, denn wenn an dieser Anlage irgendetwas schief geht, dann sollte nicht das gesamte Vermögen gefährdet sein. Und bei normalen Privathaushalten sieht es leider Gottes oft so aus, dass es ein Familienheim, meinetwegen ein Häuschen im Grünen oder auch eine Eigentumswohnung oder ähnliches gibt. Und links und rechts daneben gibt es so gut wie kein anderes Vermögen. Das heißt, wir haben das Vermögen dieser Familie und das Vermögen, was hier vererbt wird, in einem großen Klumpen und dieser Klumpen heißt Immobilie. Warum ist das problematisch? Nun, wenn irgendetwas mit dieser Immobilie passiert, dann ist das gesamte Vermögen in Mitleidenschaft gezogen. Darüber müssen Sie sich im Klaren sein. Das sind viele Menschen nicht, die sagen, ja, wir haben unser eigenes Haus, uns kann nichts passieren. Das stimmt bis zu einem gewissen Grad. Aus einem eigenen Haus kann man nicht herausgekündigt werden. Und für ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung muss man auch keine Miete bezahlen. Aber nichtsdestotrotz haben Sie doch Ihr Vermögen in diesem einen Punkt konzentriert. Und wenn man sich dann die Situation anschaut, in der beispielsweise Ihr Erbe oder Ihre Erben die Immobilie anders nutzen, zum Beispiel sie vermieten, dann hängt plötzlich der Wert dieser Immobilie von einer anderen Person ab, nämlich vom Mieter, ob der seine Miete auch immer pünktlich bezahlt. Ich bin zum Beispiel in meinem Vermögen vergleichsweise breit aufgestellt. Ich habe zwar auch eine Immobilie, ich kenne auch die Schwächen der Immobilien, komme ich ja auch gleich noch dazu. Trotzdem habe ich eine und freue mich da auch jeden Monat über den Mieteingang. Aber sollte mein Mieter jetzt beispielsweise arbeitslos werden, sollte der schwer krank werden, die Miete nicht mehr bezahlen, dann ist das sicherlich für den betroffenen Menschen besonders schlimm, aber für mich ist es auch ärgerlich als Vermieter, weil mir dann die Rendite wegbleibt. Aber bezogen auf meine sonstigen Vermögenseinkünfte, ich plotte das immer sehr genau nach. Jedes Jahr schaue ich mir an, was kommt aus welchen Quellen an Einkommen heraus. Das würde mich nicht besonders tangieren. Sagen Sie es bitte nicht meinem Mieter, sonst kommt er auf dumme Ideen. Aber die Miete, die ich da einnehme, liegt irgendwo in der Größenordnung zwischen 10 und 15% meiner gesamten Vermögenseinkünfte. Also sollte dieser Mieter ausfallen, werde ich natürlich schauen, Himmel und Hölle in Bewegung setzen, möglichst bald einen anderen Mieter zu finden. Aber wirtschaftlich treffen würde mich das nicht. Wenn es aber so ist, dass Sie ein Einfamilienhaus haben
Und dieses Vermieten, weil sie selbst in ein Pflegeheim oder betreutes Wohnen oder ähnliches müssen. Und sie sind jetzt darauf angewiesen, dass jeden Monat diese 1200 oder 1500 Euro, die sie für das Haus vielleicht bekommen, auch tatsächlich auf ihrem Konto landen. Und plötzlich wird dieser Mieter zahlungsunfähig, bis sie den raus haben. Das kann aber locker mal ein Jahr, vielleicht auch anderthalb oder zwei Jahre dauern. Und dann hinterlässt er möglicherweise die Immobilie in einem erbarmungswürdigen Zustand und sie müssen jede Menge Geld in die Hand nehmen, um das Gebäude zu renovieren, zu sanieren und wieder vermietfähig zu machen. Also worauf ich Sie hinweisen will, gerade wenn Sie in der Situation sind, dass Sie sagen, mir ist eigentlich das Haus zu groß, ich würde lieber in einer kleineren Wohnung oder ich würde lieber betreutes Wohnen oder Ähnliches machen, passen Sie auf, wen Sie sich da ins Haus holen. Das Risiko eines Mietausfalls ist nicht zu unterschätzen und Sie haben ein Klumpenrisiko. Also Punkt 1 ist das Klumpenrisiko. Punkt 2 ist die Teilbarkeit. Die meisten Immobilien sind nicht teilbar. Das ist besonders problematisch bei Erbengemeinschaften. Ich habe hier schon über Erbengemeinschaften ein Video gemacht. Das größte Problem bei der Erbengemeinschaft ist, dass es sie überhaupt gibt. Ja? Also das ist einfach eine ausgesprochen unglückliche Geschichte, weil Sie kommen in eine Erbengemeinschaft rein wie die Jungfrau zum Kind. Sie suchen sich Ihre Partner da nicht aus. Sie sind plötzlich mit anderen Menschen zusammen. Eventuell sind die nicht einmal besonders nah mit Ihnen verwandt. Sind Sie plötzlich in einer Gemeinschaft und haben ein gemeinsames Immobilieneigentum. Und jetzt treten die klassischen Interessenkonflikte auf. Der eine sagt, ich würde am liebsten in die Wohnung selber einziehen. Der andere sagt, nee, spinnst du, die Wohnung wird vermietet. Und der dritte sagt, nein, kommt gar nicht in Frage, die Wohnung wird verkauft und wir teilen das Geld, weil ich brauche dringend Bargeld. Und das ist auf Dauer nicht aufzulösen. Bei einer Erbengemeinschaft, solange der Nachlass nicht auseinandergesetzt ist, also solange das Vermögen nicht aufgeteilt ist, entsprechend der jeweiligen Quoten der Erben, bleiben sie auf Dauer zusammen. Und dann kommen so unterschiedliche Interessen ins Spiel, die ich eben schon erwähnt habe. Eine andere Variante ist, der eine Erbe sagt, ja super, wir haben da jetzt ein Haus geerbt, aber das muss jetzt renoviert und instand gesetzt werden und das kann man alles von der Steuer abschreiben. Ich hatte neulich so einen Fall in der Erbenmediation, da ist dann der eine Bruder gut verdienender angestellter Manager gewesen und die Schwester war Freiberuflerin und der Manager, der wollte natürlich dann, dass das Haus erstmal richtig gut saniert wird, was, sagen wir mal, unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten durchaus Sinn macht. Nur seine Miterbin und hälftige Miteigentümerin hat gar nicht die finanziellen Mittel, das alles zu bezahlen. Ihn hätte das sehr gereizt, weil er sagt, ja, das kann ich alles bei der Steuer steuersparend ansetzen und dann haben wir nachher eine schöne hohe Mietrendite. Aber der Miterbe, wenn der nicht gleich aufgestellt ist und gleiche wirtschaftliche und steuerliche Gegebenheiten hat, dann klappt das überhaupt nicht. Also das ist das Problem Nummer 2, Teilbarkeit der Immobilie. Problem Nummer 3 sind die Instandhaltungskosten. Also, das wird von vielen Immobilieneigentümern einfach schlicht und ergreifend unterschätzt, weil am Anfang sind die Instandhaltungskosten sehr gering, insbesondere wenn man einen Neubau gekauft hat oder vom Bauträger eine nagelneue Wohnung. Aber Heizung, Sanitär, Dach, Fenster, alles wird irgendwann mal erneuert werden müssen. Da kommen Sie einfach nicht dran vorbei. Und bei Nachlassimmobilien haben wir oft noch einen Instandhaltungsrückstau, weil der Erblasser oder die Erblasserin in den letzten Jahren schon natürlich im Ruhestand war und dann auch gar nicht das Geld hatte, alles in Ordnung zu halten. Und Sie haben plötzlich eine Immobilie geerbt, wo Sie erst einmal 30, 40, 50.000 Euro in die Hand nehmen müssen, um die wieder auf einen Vermietungsstandard zu bringen, weil der Erblasser gesagt hat, ja, mei, die Tür, die klemmt ein bisschen, aber da ruckelt man dann oder das Fenster, da zieht es rein, aber da kann ich ja unten was davor legen und das stört mich nicht weiter. Der war das so gewöhnt. Wenn Sie die Immobilie verkaufen wollen, wenn Sie die Immobilie vermieten wollen, da wird man Ihnen entgegenhalten, nee, also das ist auf jeden Fall preismindernd bzw. mietmindernd. Also behalten Sie die Instandhaltungskosten im Blick. Ja, und dann das Wertsteigerungspotenzial. Das wird von vielen Immobilienmaklern und Immobilienpromotern ja immer in den Himmel gehoben. Ja, die Immobilie, die kann ja im Wert nur steigen. Täuschen Sie sich da nicht.
täuschen sich da nicht. Das Einzige, was im Wert eventuell steigt, ist Grund und Boden. Ich sage es nochmal, das Einzige, was im Wert eventuell steigt, ist Grund und Boden. Alles, was da drauf gebaut ist, alles Gebäude, nimmt im Wert ab. Das ist überhaupt kein, da gibt es überhaupt kein Vertun. Deswegen lässt die Steuer die Abschreibung auch nur auf das Gebäude zu, nicht auf Grund und Boden. Der Grund und Boden, der nutzt sich nicht ab, aber jedes Gebäude schreiben Sie innerhalb von 50 Jahren auf Null ab. Und natürlich ist ein 50 Jahre altes Gebäude nicht Null wert, aber es ist auf jeden Fall weniger wert, als es am Anfang war, rein was jetzt die Bausubstanz angeht. Dass sich der Markt verändert hat und dass dann vielleicht trotzdem ein höherer Preis auch für Eigentumswohnungen erzielt wird, das will ich nicht in Abrede stellen. Aber ich habe eben schon das Thema Instandhaltungskosten angesprochen und ja, auch die Gebäudesubstanz wird im Laufe der Jahre, einfach an Wert verlieren, wenn sie nicht ständig gewartet und instand gehalten wird. Fragen Sie mal diejenigen, die große Immobilienbesitzer haben, wie beispielsweise die Bayerische Staatliche Schlösser- und Seenverwaltung, obwohl beispielsweise das Schloss Neuschwanstein, was unser König Ludwig II. Gebaut hat, ein Kleinod ist und ein touristischer Höhepunkt, ist es jetzt gerade wieder mit einem, ich weiß jetzt nicht genau wie viel Millionen, aber es ist ein mehrfacher Millionenaufwand gewesen, saniert worden, damit es weiter den Besuchern zur Verfügung gestellt werden kann. Also man kommt um die Instandhaltung eines Gebäudes nicht herum. Ja, und letzter Punkt meiner 5 Punkte ist, ich sage, das ist jetzt mal eine These von mir, Sie können gerne widersprechen in den Kommentaren, wenn Sie anderer Meinung sind, Immobilien sind abgeleitete Werte. Was meine ich damit? Was verstehe ich unter abgeleiteten Werten? Damit will ich zum Ausdruck bringen, dass die Preisänderung oder die Wertänderung von Immobilien insbesondere vom veränderten wirtschaftlichen Umfeld abhängt. Man sieht es sehr schön, wenn man sich vor Augen führt, was kostet eine Eigentumswohnung beispielsweise in München, wo ich lebe, und was kostet eine Wohnung vergleichbarer Größe, meinetwegen in der Oberlausitz oder im Bayerischen Wald. Sie werden da riesige Preisunterschiede feststellen zwischen einer Wohnung in München und einer Wohnung irgendwo in einer wenig gesuchten Gegend. Auch Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel ist eine Gegend, wo es relativ günstige Immobilien gibt. Warum ist das so? Warum? Ja, sagen natürlich alle Lage. Ja, aber was macht die Lage aus? Nun, es liegt daran, dass eben München ein Hotspot der Industrie ist, obwohl wir hier keine riesigen Industriefertigungsanlagen haben, wie meinetwegen im Ruhrgebiet, aber wir haben doch eine ganze Reihe von DAX-Unternehmen, die hier ihren Sitz haben, die viele hochbezahlte Arbeitsplätze haben, wo Menschen richtig Geld verdienen und die Attraktivität der Umgebung tut ein Übriges. Ich sage jetzt nur mal Starnberger See, Chiemsee, Ammersee, die Nähe zu den Bergen, die Nähe nach Italien. Da ist einfach München ein gesegnetes Fleckchen Erde. Und das macht die hohe Attraktivität, den unverminderten Zuzug nach München aus und deswegen auch die hohen Preissteigerungen. An anderen Orten, wenn wir zum Beispiel in die Oberlausitz schauen, wo jetzt der Tagebau bei der Braunkohle eingestellt wird, da haben wir rückläufige Immobilienpreise. Warum? Weil die Menschen wegziehen. Oder nehmen Sie ein anderes Beispiel, gar nicht so weit weg von hier, Ingolstadt. Audi hat jetzt veröffentlicht, dass sie zigtausende Arbeitsplätze abbauen müssen im Zuge der Umstellung auf die Elektromobilität. Und plötzlich werden in Ingolstadt jede Menge Menschen möglicherweise sich einen neuen Arbeitsplatz suchen müssen. Ob sie den in unmittelbarer Umgebung finden, steht auf einem anderen Blatt. Eventuell werden sie umziehen müssen, eventuell werden dadurch Wohnungen und Häuser frei. Eventuell, auch wenn sie arbeitslos werden, können sie die Rate für Zins und Tilgung nicht mehr aufbringen und müssen plötzlich ihr bisheriges selbstgenutztes Wohneigentum verkaufen. Also es geht immer um wirtschaftliche Einflüsse, die dann dazu führen, dass Menschen in der Lage sind, gute Preise für Immobilien zu bezahlen. Damit steigen die Preise. Oder umgekehrt, wenn sich die wirtschaftlichen Aussichten eintrüben, dann geht es auch umgekehrt. Und dann
werden plötzlich Immobilien auch weniger wert. Das kann man sich immer schlecht vorstellen, insbesondere jetzt, wo wir die letzten 10 Jahre letzten Endes aufgrund auch dieser Zinssituation, dass wir jetzt Nullzinsen haben, einen enormen Anstieg der Immobilienpreise hatten. Aber es kann auch mal anders sein. Und da bin ich jetzt schon bei meinem nächsten Thema, auf das ich überleiten möchte, nämlich von den abgeleiteten Werten. Warum soll ich denn in abgeleitete Werte investieren? Ich könnte doch auch direkt in Sachwertanlagen investieren. Ich habe hier ein Manager-Magazin Spezialausgabe da. Das ist, glaube ich, im September rausgekommen. Das ist die Liste der 1000 reichsten Menschen in Deutschland, also die Liste der Milliardäre. Und ich sage Ihnen was, an erster Stelle steht hier die Familie Reimann, haben Sie vielleicht noch nie gehört. Die haben mit der JAB Holding, insbesondere im Bereich Getränke, Kosmetik und Tierkliniken, ein Vermögen von 35 Milliarden Euro erwirtschaftet. An Platz 2 und 3 befindet sich Stefan Quandt mit seiner Schwester Susanne Klatten. Die Namen sind vielleicht schon ein bisschen mehr bekannt. Das sind die Erben von BMW. Die haben aber nicht nur BMW, die haben auch noch die Firma Altana Spezialchemie und Delten sowie SGL Carbon zusammen ein Vermögen von 26,5 Milliarden. An Stelle 4 und 5 die Familien Albrecht, sehr bekannt, Gründer von Aldi Süd und Aldi Nord mit 21,8 bzw. 17,5 Milliarden. An sechster Stelle Heinz-Hermann Thiele, auch hier in München daheim, mit der Firma Knorr-Bremse 16 Milliarden Vermögen und so weiter geht die Liste runter. Ich lese jetzt nicht alle 1000 vor, keine Sorge. Aber auf was ich Sie aufmerksam machen möchte, auf dieser ganzen Liste von 1000 Leuten steht keiner, der Milliardär geworden ist, weil er 10 Bausparverträge abgeschlossen hatte oder weil er 5 Eigentumswohnungen gekauft hat. Also alle Leute, die hier, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen. Es gibt schon ein paar, wo steht Bereich Immobilien. Ja? Also steht immer dabei, in welcher Branche haben die ihr Vermögen verdient. Haben ihr Vermögen verdient, indem sie Unternehmen gegründet haben. Jetzt werden Sie sagen, ja, was soll ich denn ein Unternehmen gründen? Ich bin 72 und wie soll ich jetzt noch ein Unternehmen gründen? Müssen Sie ja nicht. Sie können sich an Unternehmen beteiligen. Sie können ein erfolgreiches Unternehmen anteilig miterwerben. Und wie? Ja, ganz einfach, indem Sie die Aktien dieses Unternehmens kaufen. Und wie man beim Aktienkauf vorgeht und auf was man da wieder für Fallen achten muss, worauf man nicht hereinfallen darf und welche Überlegungen man da anstellen muss, das passt jetzt leider nicht mehr alles in dieses Video. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie bisher zugeschaut haben und verspreche Ihnen in einem der nächsten Videos, ich weiß noch nicht, ob ich es wirklich innerhalb der nächsten 14 Tage schaffe, das Thema zu adressieren, aber in einem der nächsten Videos bis spätestens Anfang Januar 2020 gibt es ein Video zum Thema Geldanlage in Aktien. Wie lege ich mein Erbe in Aktien richtig an? Das wäre es für heute. Ich bin damit raus. Was, Sie sind immer noch dran. Vergessen Sie nicht, also wenn Sie dieses Video jetzt geguckt haben, an dem Tag, wo es veröffentlicht wurde, heute ist ja der Freitag, der 6. Dezember 2019, Nikolaustag. Und morgen ist Samstag, der 7. Dezember 2019 und da mache ich meinen ersten Livestream auf YouTube. Und ich würde mich freuen, wenn Sie einschalten und dann können Sie auch live morgen zwischen 16 und 17 Uhr Fragen stellen. Ansonsten war es das. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.